Moin Leute und herzlich willkommen bei einem weiteren Infovideo von meinem Kanal. Und ja Leute, ich bin mal endlich wieder da und ich werde euch heute mit einem kleinen und feinen Infovideo begnügen. Denn Leute, ich habe etwas Neues zu sagen und zwar gehört es hier um ein neues Projekt gehen. Und ja Leute, das Imperiums-Projekt hat noch ein paar Parts rauszubringen, aber ich haue jetzt heute schon mal die Infos raus. Denn ab Montag wird das Imperiums-Projekt von Montag bis Donnerstag immer zweimal kommen. Das heißt einmal um 13 Uhr wie gewöhnlich und einmal um 13.30 Uhr zusätzlich. Somit werde ich das Imperiums-Projekt ein bisschen schnell vorwaschen, da ich es schon fertig aufgenommen habe und es zum Ende bringen möchte. Denn Leute, es gibt etwas Neues, was nach dem Imperium kommt und das wird euch überlassen. Und jetzt fragen sich manche, hä? Wie soll ich jetzt an diesem neuen Projekt mich beteiligen? Was soll ich da tun? Und ja, Leute, ihr werdet entscheiden, was ich spiele. Und jetzt fragen sich manche, ja gut, wie geht das? Ja, Leute, es wird verschiedene Abstimmungsvideos geben. Es werden, glaube ich, 3 bis 4 Stück. Das muss ich nochmal genauer machen. Aber Leute, ihr dürft entscheiden, welches Spiel ich spiele, welche Kampagne ich spiele, welche Fraktion ich spiele und ja. Und der Schwierigkeitsgrad wird natürlich legendär sein, was natürlich somit eine neue Würze ins Let's Play-Projekt reinbringt. Denn, wie jeder weiß, legendär ist der höchste Schwierigkeitsgrad in Total War und zusätzlich darf man da nicht selber abspeichern, was heißt, hier wird nicht geschummelt, hier wird nur reines Total War gemacht und somit geht es natürlich dann auch direkt in den krassen Kampf los. Und ja, Leute, wie machen wir das denn? Es wird ein Video kommen, wo ihr abstimmen dürft, denn ich habe mich dazu entschieden, dass das Spiel, welches ich spielen werde, entweder Rome oder Attila ist. Das heißt, ihr könnt hingehen und in einem Video, was ich noch hochladen werde, also noch nicht jetzt, ganz ruhig, dürft ihr hingehen und abstimmen, per Infobox natürlich, die immer oben rechts eingeblendet wird, ob ich Rome oder Attila spiele. Dann wird es eine weitere Abstimmung geben. Sagen wir mal, es ist Attila rausgekommen. Dann dürft ihr entscheiden, spielen wir die große Kampagne, spielen wir der letzte Römer, spielen wir Kaiser Augustus und dann, nachdem diese Abstimmung vollendet ist, dann kommt die Abstimmung, welches Volk ich natürlich spielen soll. Und ja, Leute, da wird es natürlich spannend, wie wir das alles machen. Das heißt, ihr dürft entscheiden zwischen Rome und Attila und natürlich allen Kampagnen und allen Fraktionen. Ich habe alle DLCs, was diese beiden Spiele jetzt angeht. Und da könnt ihr frei entscheiden, was ich da zocken werde. Somit seid ihr gefragt, was das angehen wird. Und das erste Video, welches Spiel ich natürlich spielen werde, wird bald folgen. Aber nur, damit ihr es erstmals Infos kriegt und natürlich wisst, wie es auf meinem Kanal weitergeht mit weiteren Projekten. Und abgesehen davon, was ist mit Pergamon vs. Kinder? Das kam jetzt 3 Wochen nicht. Oh, dummer Grimsel. Warum lädt er die Scheiße nicht hoch? Ja, Leute. Ich war ja noch am Arbeiten. Ich habe jetzt 9 Wochen bei Haribo Net gearbeitet. Ist natürlich sehr gut, wenn man Spätschicht hat und somit der ganze Tag eigentlich an sich für den Arsch ist. Und Leute, diese Arbeit ist jetzt vorbei. Das heißt, jetzt wird sich wieder auf YouTube fokussiert. Jetzt werde ich hier schön weitermachen, denn ich habe jetzt frei und kann jetzt hier schön genießen, was meine Freizeit angeht. Und ja, das heißt, Pergamon vs. Kena kommt ab dieser Woche auch wieder. Natürlich mit dem dummen Stalker. Wir haben da was Nettes wieder für euch aufgenommen. Und ja, das wird natürlich weiterkommen. Imperium 2 Parts pro Tag, damit das Projekt schnell zu Ende geht und wir halt vorgehen können, um das neue Projekt zu starten. Und ihr könnt jetzt schon mal in die Kommentare euch gegenseitig austauschen, was ihr machen wollt. Denn die Kommentarsektion in diesem Video dient nicht, um damit ihr mir etwas Tolles sagen könnt. Nein, ihr werdet jetzt in die Kommentare schreiben, was ihr vorschlagen möchtet mit den anderen Zuschauern, denn Leute, ich habe kein Entscheidungsrecht. Ihr müsst entscheiden, das heißt, ihr müsst untereinander besprechen, was man Geiles machen könnte, wie zum Beispiel einer macht den Vorschlag, er könnte doch mal, keine Ahnung, was kann man jetzt machen, er könnte die so eben spielen und das machen, dann schreibt der andere, nein, es wäre besser, wenn er hingeht und spielt die Gipten und macht die Seleukiden fertig und die Art, aber das müsst ihr untereinander diskutieren. Ihr müsst jetzt eure Ideen reinbringen, wie gesagt, Rome 2 und Attila stehen zur Verfügung. Ihr müsst euch jetzt entscheiden, unter den ganzen Kampagnen, die es bei den beiden Spielen gibt, welche Nation es natürlich sein soll, besprecht euch jetzt schon mal, denn ab, ja, in ein paar Tagen geht es natürlich los. Da wird die Abstimmung gemacht, das heißt, ihr müsst jetzt schon mal Ideen sammeln, damit ihr euch jetzt schon mal einigen könnt, wie ihr das machen könnt, oder ihr werdet halt uneinig und dann muss die Abstimmung halt entscheiden. Es wird vermutlich eine sehr knappe Abstimmung, was Spiel sowohl auch Kampagne angeht, deswegen könntet ihr jetzt schon mal eure Ideen austauschen, damit man da schon mal ein paar Sachen gesammelt hat und ja, ich hoffe natürlich, das Video hat euch wie immer gefallen, ich würde auf jeden Fall sagen, man sieht sich wie immer beim nächsten Mal, Leute. Ciao.